Hallo und herzlich willkommen hier bei Szene Gamers. Wir spielen oder ich spiele heute War Thunder. Wir sind auf African Canyon, was einer meiner Lieblingsmaps ist. Ich habe heute 0-1 Russen eingepackt, sprich T-Fighters. Sind ziemlich geil zum Fliegen, machen Spaß, machen Laune und bringen einiges von Himmel, hoffe ich zumindest. Ich werde jetzt eine Runde komplett spielen, danach Aufnahmepause und gleich ins nächste Match rein, hoffe ich doch zumindest. Das alles gestaltet sich bestimmt ein bisschen schwierig. Reden, schießen, gleichzeitig. Mal schauen, wie das klappt. Das ist für mich auch das erste Mal. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, wenn es doch nicht so gut klappt und ich mich konzentrieren muss. Aber mal schauen. Wir sind jetzt mit der I-153 reingekommen mit dem Premium-Flugzeug. Ist die gleiche wie das Standardflugzeug, was man sich in Level 0 kaufen kann. Bekommen kann, freischalten kann und werde mich jetzt sofort hier mal um die CR-42 kümmern. Ah, wenn ich sie treffe. Guck mal. Oh. Wurde ich von meinen eigenen Truppen beschossen. Ah, er weicht geschickt aus. Bringt ihn aber nicht so viel. Oje. Ich sollte wieder mehr Arcade spielen. Ah, da habe ich ihn. Schön. Hinter mir eine I-15, I-153. Harter Gegner, wird bestimmt spaßig. Gucken wir mal. F-1M. Ein japanisches Flugzeug. Das traue ich mich schon eher. Gucken wir mal, wie es läuft. Oh, er wird schon kräftig beschossen, ich glaube. Ja, hab ihn. Schön. Hat gut geklappt. AI-112. Ah, knapp daneben. Auch vorbei. Hinterher nützt kaum was. Mal schauen. Lappen. Und da habe ich ihn. Hoffe ich doch. Jupp. Und den nächsten Abschuss. Nicht schlecht. Können wir gerne wiederholen. Aber da kommt auch das nächste Flugzeug auf mich zu. Achten wir mal auf das hintere. Das kommt nämlich direkt auf uns zu. Nicht schade. Dann die U-50. Gucken, was dabei rauskommt. Nein. Rechts. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Er ist gut dabei, er ist windig. Das war's schon, die Tailsteuerung. Und er knallt voll rein. Auf Wiedersehen. Tja. Das Heck wurde vor ihm beschädigt. Und schon ist er weg. Läuft ganz gut, wir haben gleich nachgeladen. Schnappen wir uns mal den nächsten Gegner. Machen wir mal, wir haben genauso Glück gleich. Zack, das war's schon. Jep. Und schon den nächsten Abschuss. Läuft ganz gut, würde ich mal sagen. Läuft ganz gut. Oh, er brennt schon. Die KI-43, wendiger, schwieriger Gegner. Mal gucken, ob wir die schaffen. Ah, da hat mich einer lieb. KI-43, schwerer Gegner, hat uns leicht getroffen. Gucken wir mal, dass wir fliegt nach rechts. Tut mir den Gefallen. Zack, weg. Somit haben wir den sechsten Abschuss erreicht. Läuft gut, würde ich sagen. Sehr gut. Die Runde ist noch nicht mal halb vorbei. Hat erst angefangen. Und sie haben mich jetzt Stunden. Zu der Maschine. Es ist ein Sternmotor, einsitzig, wurde von den Russen oft benutzt, hatte aber auch seine Macken, seine Nachteile. Und zwar war das Cockpit so klein, dass es schwer zu fliegen war, sozusagen. Oh je. Gucken, 50. Oh je.
KI-10 hat uns lieb. Gleich nach links. Das könnte unser Ende bedeuten. Oder auch nicht, wenn uns der jetzt hilft, weil die KI-10 ist doch ganz schön wendig. Ah, mal gucken. Ah, vielleicht erwischen sie sie. Und zwar jetzt. Und da ist das nächste Flugzeug. Siebter Abschuss. Ah, läuft gut. Läuft gut. Kann man lassen. Kümmere ich mich mal um die AA da unten. So. Kümmern uns wir mal um die Americas, weil wir liegen etwas weiter hinten als gedacht. Ah, komm schon. Oh, knapp. Knapp, 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 knapp. Knapp, knapp, knapp. So. Was geschieht uns dort? Ach, die nächsten Americas. Sie winken uns herbei. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh je, mein Rotor ist rot. Mein Motor ist rot. Nicht roter Motor. Egal. Versuchen wir nochmal ein bisschen was zu erwischen. Ja. Ja, ja, ja. Oh je, der braucht Hilfe. 7, 6, 5, 4, 3. Nein, komm schon, wird knapp. Oh je, eigener Fehler. Schade, aber ein Abschuss mehr. 8 Abschüsse. Das heißt, die Su-2 könnte eventuell überleben. Ich steige jetzt mal. Ah, hat nicht mehr geklappt. So, als nächstes verwenden wir die nächste 153. Danach kommen die anderen Flugzeuge. Nehme ich auch wieder Tracers mit. Macht Spaß. Tut gut. Bin ich mal gespannt. So. Na komm schon. Ein bisschen länger. Ein bisschen schneller. Lass mich spielen. Ich muss helfen. Ihr seht, das ist jetzt die Nicht-Premium-Maschine mit meinem kleinen Gesicht vorne drauf. Macht Spaß. Ist grimmig. Verbreitet Angst, hoffe ich. Naja. Da vorne geht's ab. Wir haben das aber, denke ich mal, gut unter Kontrolle. Da ist die EU-153, ah, der ist die HE-51, die Su verfolgt haben. Die Su verfolgt hat. Ja, auf geht's. Schnapp mir die mal. Hurricane ist dort ganz allein. Schnappt sich auch schon den HE-51, denke ich mal. Braucht mit Sicherheit Hilfe. Snacken wir mal die Hurricane. Zack. Oh, da ist die H51-Geschichte. Dann helfen wir mal den anderen. Geben das Signal, dass ich den angreife. Mal gucken, ob er es gehört hat. Hinter mir ist nichts. Nein. Und wir haben ihm hoffentlich geholfen. Ja. Gut, er hat überlebt. Ich bin glücklich, er ist glücklich. Und er leftet. Schön. Wir können uns wieder den eigentlichen Tatsachen widmen. Und zwar Bodenziele. Etwas. Sehr wichtig. 10 Abschüsse. Wow. 10 Abschüsse. Nicht schlecht. Kann man lassen. Ich werde euch vernichten. Kommt nur her, ihr Schergen. Könnt jetzt meinen, ich nehme so ein bisschen die Arbeit der Bomber weg. Tatsache ist ja eigentlich ja.
Ist ja eigentlich die Aufgabe der Bombe, aber ich möchte das Match ungern verlieren. So. Gucken wir mal. Wir haben das Match fast gewonnen. Es sind nur noch ein paar Fahrzeuge da. Um genau zu sein, 9. Gucken wir, ob wir es schaffen. So, jetzt sind es nur noch 5. Eine Morikade unten. Und eine Light Pillbox. Goddammit. Dann schnappen wir uns mal die MC200. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Und das dann mit Double XP. Ich bin glücklich. Ein Bodenziel noch. Ich denke, wir haben gewonnen. Yep. GG. Geiles Game. Wir sehen uns später. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Wir sehen uns die Tage wieder. Wir hören uns wieder.